Die Sozialpartner haben sich auf 1.500 Euro Mindestlohn geeinigt, denn es gibt noch einige Bereiche, wo der Lohn darunter liegt, etwa in der Beherbergung und Gastronomie, also etwa bei Kellnern, im Handel und bei Mechanikern, in wirtschaftlichen Dienstleistungsberufen, etwa Mitarbeitern in Gärtnereien oder bei Produktionshelfern. Insgesamt bei 300.000 Menschen in Österreich, die allerdings volle 40 Stunden wöchentlich dafür arbeiten. Auch wenn das bis zum Jahr 2020 anders sein soll, gibt es Kritik an dieser Einigung, über die ich gleich mit den Verhandlern von Arbeit und Wirtschaftskammer sprechen will. Schauen wir uns daher vorher an, wie das Verhandlungsergebnis aufgenommen wird. Die vier am Tisch. Die Spitzen von Arbeiterkammer, Gewerkschaftsbund, Wirtschaftskammer und Landwirtschaftskammer. Von der Regierung beauftragt zu verhandeln. Über den Mindestlohn und flexiblere Arbeitszeiten. Ersteres gelingt. Bis zum Jahr 2020 soll jede und jeder 1.500 Euro brutto verdienen. Der Mindestlohn soll auf Kollektivvertragsebene fixiert werden. Sanktionen für Branchen, die das nicht erreichen, soll es nicht geben. Beim Thema Arbeitszeit gibt es einmal mehr keine Einigung. Und trotzdem wird niemand müde zu betonen, wie gut diese Partnerschaft funktioniert. Die Sozialpartner haben sie in sehr, sehr konstruktiven, und ich möchte ausdrücklich betonen, konstruktiven Klima, diesem Thema sehr intensiv gewidmet. Deswegen weiß ich, dass wir nur dann weiterkommen, wenn wir als Sozialpartnerpräsidenten gemeinsam auch in diesem Sektor gemeinsam auftreten. Ein kurzer Blick in die Annalen. Die Sozialpartnerschaft, wie wir sie heute kennen, gibt es seit 1945. Ab den 1960ern bis in die 80er die Hochblüte. Etwa unter dem legendären Präsidentenduo Benja beim ÖGB und Zallinger in der Wirtschaftskammer. Die beiden schnapsten sich damals fast die gesamte Wirtschafts- und Sozialpolitik aus. Der Einfluss auf wirtschaftspolitische Entwicklungen ist aber gesunken, sagt Emmerich Talosch, Autor zahlreicher Bücher zum Thema Sozialpartnerschaft. Vor allem unter der schwarz-blauen Regierung. Ich möchte betonen, nicht erst unter Schwarz-Blau Einflussverlust, aber der Einflussverlust in der Zeit der schwarz-blauen Regierung war wirklich unübersehbar. Nach Schwarz-Blau so etwas wie eine Wiederbelebung in der Großen Koalition und heute ein starkes Lebenszeichen. Jetzt war, für die Vertreter der Sozialpartnerverbände, war wichtig zu zeigen, sie haben Problemlösungskompetenz. Denn diese wurde ihnen nicht zuletzt auch vom Finanzminister abgesprochen. Der die Sozialpartnerschaft für tot erklärt hat. Tote leben aber bekanntlich länger. Also werden diese vier Herren wohl bald wieder an einem Tisch sitzen und noch einmal über die Arbeitszeiten reden.